Die Traubenakademie. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Tauch auch du in die Welt der Pokémon ein. Direktor Clavel, Leitung der Traubenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier in der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wir alle hier freuen uns darauf, dich bald an der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Pokémon Purpur. Ja, und in diesem Sinne auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Violet oder zu Deutsch Pokémon Purpur, wie wir es schon gelesen haben. Ja, der Name ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ganz ehrlich, ich glaube, das werde ich schnell intus haben. Auch bei Strahlender Diamant dachte ich zuerst, ich werde mich laufend verplappern, aber nein, ist dann zum Glück nicht passiert und deswegen, ich werde mich an den Namen natürlich relativ schnell gewöhnen. Ja, endlich mal wieder, neue Pokémon-Edition, 9. Gen ist draußen, war eh gefühlt eine halbe Ewigkeit, wo wir jetzt warten mussten. Ich weiß nicht, diese 2-3 Monate, wo man die ersten Trailer gesehen hat, ich weiß nicht, von da an konnte ich es eigentlich nicht mehr erwarten. Und ja, deswegen freue ich mich auf das Projekt mit euch. So, da war ein Raffel, ich würde sagen, dann folgen wir gleich mal. Hier ist es. Gleich direkt mal ein Pokémon noch aus der 8. Gen natürlich reinpacken. Guten Morgen, Nemado. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich ein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Ding Dong! Oh, na, das klingt doch nach perfektem Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Ja, okay.
Fängt ja schon super an. Erster Tag in der Akademie und es liegt komischerweise nicht am Schüler, dass irgendwas, ich sag mal, nicht funktioniert. Hier geht es zum... Achso. Okay, ich dachte, das wäre jetzt gerade bei der Haustür. Ja, wo ist denn die überhaupt? Ist die da vorne irgendwo oder? Hier ist sie. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann also eine Mado sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Klebel, ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na sowas, das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das sind die Unterlagen, die Ihr Sohn für die Einschreibung benötigt. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hier auf sich genommen haben? Nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Nemado, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor und vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Senior Direktor, bitte, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen. Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Der Direktor höchstpersönlich kommt zu uns. Wenn jeder Direktor so geil wäre, ey, ohne Witz, ich würde es feiern. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, hattet ihr das mal, dass ihr mal einen Hausbesuch von einem Lehrer hattet? Oder irgendwie sowas ähnliches? Ich hatte sowas tatsächlich nie. Ich muss auch sagen, zum Glück. Ich kenne Kollegen, die das hatten, aber meistens war das eher negativ, wenn es einen Hausbesuch gab. Beziehungsweise heutzutage gibt es eh ganz normal diese Elternsprechstunden, deswegen, ich glaube nicht, dass das heute noch irgendwie ein Lehrer macht. Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Willst du dort speichern aus, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers sichern. So hilfreichen Tipps für dein Abenteuer kannst du jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. Du findest sie in der Basis-Item-Tasche deines Beutels. Ja gut. Dann wissen wir das auch schon Bescheid. Also der X-Knopf, gefühlt eh wie immer. Und das sieht wenigstens mal ein bisschen klassischer aus, wie man es von früheren Teilen kennt. Einfach so rechts mal wieder hingeklatscht. Das gefällt mir schon mal. Das macht ein bisschen was her. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Der Hut sieht scheiße aus, mein Gott. Vorzüglich. So sieht ein Musterschüler unserer Akademie aus. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Okay, was könnte das sein? Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns nach draußen gehen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, die Ladesequenzen sind teilweise schon ein bisschen länger. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so ein gutes Zeichen ist, weil wenn man die Welt aus den Trailern so kennt, dann weiß man, dass sie eher ein bisschen liebloser ist. Deswegen, was braucht er eigentlich so lange zum Laden, frage ich mich. Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Ach, wir kriegen jetzt schon unser erstes Pokémon. Tatsächlich. Das sind die drei. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist für Lori, das Flora-Katzen-Pokémon. Lori. Das ist Krokel, das Feuer-Krokel-Pokémon. Und zu guter Letzt hätten wir Quax, das Jungenten-Pokémon. Quax. Sie sind alle sehr anhänglich, meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Und alle drei wollen sich bei mir schon, ich sag mal, Sympathiepunkte schnappen, ich sehe das schon. Nanu? Oh, sie scheint dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur für eines entscheiden?
Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich, zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Und das wäre... Du hältst ein Smart Rotom. Smart Rotom wurde in die Basis-Item-Tasche verstaut. Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps. Ja, und ich nehme stark davon an, dass das wahrscheinlich auch unser Pokédex sein wird. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen, wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß. Naja, wenn man, ich sag mal, auf die heutige Jugend zu vergleicht, da ist das Handy das Wichtigste, deswegen... Joa, ich glaube nicht, dass uns das verloren gehen wird. Kann ich sprinten auch schon? Nee, kann ich noch nicht. Okay, ich kann mir jetzt noch keines aussuchen. Aber ich kann mit den dreien erstmal, ich sag mal, so einen Spaziergang machen. Hier ist übrigens mein Haus. Schau ich mir auch kurz mal an. Schöner Gartner. Erkennt man doch irgendwelche Pflanzen genau das? Nee, ich glaube nicht. Nee. Vielleicht hätte ich ja die ein oder andere Pflanze erkannt. Ich sag jetzt einfach mal, dass da vorne sind Pelargonien und was weiß ich hier, Rosen oder sowas. I don't know. Gut, das erkennt man, glaube ich. Kürbisse. Das wäre schon ein bisschen krass, wenn man das nicht erkennen könnte. Weil Kürbisse wird man ja hoffentlich heutzutage zeichnen können für solche Spiele. Okay, Felori hat gerade irgendwas gefunden, ne? Mal wirklich wie so eine normale Katze. Bewegt sich das? Oder? Es hat doch irgendwas gefunden, ne? Ich weiß, es wird doch einen Grund haben, warum das da jetzt hergelaufen ist. Tatsächlich. Oder? Nee, jetzt hat er wieder auf Krokel anvisiert. Ja, okay, gut, dann keine Ahnung. Dann laufen wir einfach weiter. Okay, jetzt läuft es schon wieder hinterher. Ich dachte, es hätte irgendwas gefunden. Wo ist eigentlich Quax? Wo ist der hin? Der ist gar nicht mehr dabei. Der hat gleich direkt keinen Bock mehr. Ja, doch hier wieder. Okay, der schaut sich einfach... Okay, nee, die finden... Ah, jetzt kann ich auf einmal rennen. Ja, schön, wenn das schon früher gewesen wäre. Die Macht der Wissenschaft. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mithilfe der Kommunikationsfunktionen kann man wohl mit bis zu drei Freunden gemeinsam spielen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das eventuell mal mit Kino ausprobieren werde. Mit dem gemeinsam spielen. Vielleicht machen wir das mal. Wobei, ich glaube, das wird wahrscheinlich erst nach dem Projekt sein. Dass wir da vielleicht mal spielen zusammen. So, ist Quax jetzt wieder bei mir, weil der ist... Ja, jetzt ist er wieder da. Keine Ahnung, wo der hängen geblieben ist, aber irgendwo ist der abhanden gekommen. Und jetzt sind alle drei weg. Man merkt schon, Quax ist eher so der coolere Typ. Ja, das war nicht so das Gute. Das war ein bisschen zu heiß, glaube ich, für den Apfel. Bist du der Trainer dieser Pokémon? Nicht ganz. Noch hat sich Nermado nicht für eines der drei entschieden. Auf welches Pokémon seine Wahl wohl fallen wird? Ja, ganz einfach, denn ich habe mich schon lange davor entschieden gehabt, welches mein Partner sein wird. Und ganz ehrlich, ich glaube, ihr wisst es eh, denn ihr müsst einfach nur aufs Thumbnail gucken. Weil da habe ich logischerweise meinen Starter schon draufgepackt. So, kann ich es mir jetzt endlich aussuchen. Hallihallo, wir kennen uns doch nicht, oder? Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, das ist das vielleicht... Darf ich dir deinen neuen Mitschüler, Nemado, vorstellen? Habe ich's mir doch gedacht, du bist in das Haus da drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nemila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbar, lass uns doch Freunde sein. Ja, okay. Das war die einzig richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar.
Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf. Hier und jetzt. Die will mich jetzt schon panieren, ich merk's. Nun sei mit deinem neuen Klassenkameraden nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen, also lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut, dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. Mhm. Nun denn, Nemado. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Ja, habe ich. Und... Nein, jetzt habe ich Quacks angesprochen! Oder? Nee, Felori. Zum Glück. Hier hätten wir das Pflanzen-Pokémon Felori. Wie ein kräftig wuchernde Pflanze kann es große Mengen an Wasser problemlos aufsaugen. Du willst also das Pflanzen-Pokémon Felori, ist das richtig? Ja, so ist es. Ich dachte gerade, ich hätte Quacks angesprochen. Das wäre zu fail. Felo. Du hast dich für Felori entschieden. Möchtest du dem Felori einen Spitznamen geben? Boah, da bin ich jetzt echt am überlegen, weil normalerweise gebe ich Pokémon bei mir nie wirklich Spitznamen. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich das vielleicht das erste Mal sogar mache in dem Projekt. Ah, wie könnte man Felori nennen? Jetzt habe ich verkackt. Ja, jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich einmal B zu viel gedrückt. Gut, dann kriegt's ja keinen Spitznamen. Aber Felori ist, glaube ich, die richtige Wahl. Vor allem, da ich ja schon weiß, was es dann später für einen Zweityp bekommen wird. Felori scheint dich auch zu mögen, Nemado. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Du hast dir also Felori ausgesucht, was? Also wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr geht bestimmt ein klasse Team ab. Direktor Clavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Nemado bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig auch mit einem neues Pokémon trainieren. Hoho, das klingt nach einer wundervollen Idee. Dann möchte ich sehen, wie du mit Nemado einen Neuanfang startest. Spitze, vielen Dank. Ja, und ich nehme mal stark an... Ja, es, was? Sie nimmt sich Quacks? Wenn Nemado Felori hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Quacks. Okay, das überrascht mich jetzt, weil normalerweise nehmen die doch immer das Pokémon, was einen Vorteil gegenüber meinen Starter hat. Hier ist es jetzt umgekehrt gerade. Also gut, jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich, also komm vorbei, wenn du bereit bist. Nemila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas sehr angetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Ja, okay, passt. Aber trotzdem, das überrascht mich jetzt schon. Warum nimmt die Quacks? Also ich weiß ja, dass die Entwickler das Spiel mittlerweile einfacher machen wollen, aber das ist jetzt schon eine Überraschung. Und hier ist sogar ein Kampffeld. Na passt. Hey, ich bin hier drüben. Ja, ich komme ja schon. Ja, die ist eindeutig in Kämpfen Fanat. Hast du ein Pokémon bei dir? Bist du ein Pokémon-Trainer? Und als Trainer müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Nemado, bist du bereit für einen Kampf? Jederzeit. Juhu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist... Nemila? Denk daran, für Nemado ist das noch alles neu. Er hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups, ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich das eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Ja, weißt du, jetzt wär das so ein Level 70er... Keine Ahnung. Ein Level 70er... Was nehmen wir da jetzt ganz schnell? Ich sag mal so ein Level 70er Sarude rausgekommen oder irgendwas ähnliches. Los geht's, Nemado. Der Kampf ist das Ziel. Da wäre ich nämlich dann ein bisschen, ich sag mal, RIP gewesen.
Also, Nimila ist unsere Rivalin. Natürlich zeitlich auch Verbündete. Dein erster Pokémon-Kampf, hoffentlich macht es dir genauso Spaß wie mir. So, und wenn ich jetzt schon die, ich sag mal, Pflanzenattacken drauf habe, dann wäre das relativ bitter. Tatsächlich. Alter, wie einfach kann man den Starterkampf denn noch machen? Das nervt mich jetzt schon. Ja, Blattwerk und Finish wahrscheinlich. Okay, gut, halbe Leben. Du hast dich wohl vorbereitet. Pflanzen-Pokémon sind gegenüber Wasser-Pokémon im Vorteil. Alter, was ist mit dir? Du bist doch selber schuld, wenn du Wasser nimmst zum Start. Die regt mich jetzt schon auf. Digga, ich kriege hier die Krise. Ja, gute Nacht. Und gleich direkt mal Level Up. Ja, das war eh klar. Wow, du bist echt gut. Das sagt die einfach, ja, du hast vorausgedacht, weil du nimmst ja Pflanze gegen Wasser. Das macht einfach keinen Sinn. Wow, dein erster Kampf und du gewinnst direkt. Echt starke Leistung. Du wirst ganz sicher ein erstklassiger Trainer. Lass uns gleich nochmal kämpfen, ich will noch andere Strategien ausprobieren. Ich glaube, Nemad und Fleury sollten sich erst einmal ausruhen. Oh, das tut mir leid. Da ist die Aufregung wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Bitte entschuldigt, Nemad und Fleury. Bruder, kein Problem, sage ich einfach dazu. Danke, Nemad. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nimila, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deinem Mitschüler hier teilen wirst. Jawohl. Da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du ein Handy dabei? Dann installiere ich sie schnell für dich. Wer kennt's nicht, das fliegende Handy? Ja, tatsächlich. Also mein Smart Rotom dient als Pokédex. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Shim, einer der Lehrer an unserer Akademie, war mit mir für ihre Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir noch alles per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, alles per Hand zu schreiben ist doch viel zu umständlich. Wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber Pokémon zu begegnen verblasst nie. So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédex widmen. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nimilas Familie zu besprechen. Nimila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Nemad zur Akademie begleiten könntest. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wohlan, wollen wir zweiter mal aufbrechen, ja? Kro. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Oh, aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeig dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit. Jetzt will mir die echt doch das auch erklären. Drückst du den Minus-Knopf, öffnet sich die Pokédex-App auf deinem Smart-Rotom. Wenn du gerade die Karten-App geöffnet hast, kannst du auch durch Drücken des X-Knopfes zur Poké-App wechseln. Okay, ich drücke einfach mal Minus. Kämpfe gegen Pokémon oder fange sie, um mehr Einträge in deinem Pokédex anzusammeln. Gefangene Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt und je nach ihrer Anzahl erhältst du Belohnungen. Für Details drücke den X-Knopf in der Regalansicht. Drückst du den Plusknopf, während du dir den Eintrag eines Pokémon ansiehst, kannst du dessen registrierte Habitate einsehen und herausfinden, wann und wo es anzutreffen ist. Begib dich an viele Orte, um viele Pokémon zu sehen. Okay, ist das so in etwa... Ach, das meint er mit... verstehe schon. Ist das in etwa zu vergleichen mit Legenden Arceus, wo man auch wieder eine gewisse Anzahl an Pokémon fangen muss, von der gleichen Art, damit sich der vervollständigt, oder... Wie genau funktioniert das? Ich nehme mal an, das werden wir alles noch rausfinden. So, und die will mir jetzt erstmal zeigen, wie man fängt.
Ohne Mardo, du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde mich gut um ihn kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort lehren. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Nemila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier etwas Geld und Verpflegung für meinen großen Jungen. Ein Sandwich. Dieses Gericht besteht aus verschiedenen Belegen, wie Fleisch oder Gemüse, die zwischen zwei Scheiben Brot platziert werden. Der ideale Biss für ein Picknick. Alter, erklären wir dir gerade echt, was ein Sandwich ist, Modell? Ach, und du und die hier nimmst du am besten auch noch mit. 5 Tränke gleich zum Anfang? Aha. Hilf beim Wunden, füllt die KP eines Pokémon um 20 Punkte auf. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt, da verlässt du jetzt wohl das Nest. Ach, es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann mach dir mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Also mittlerweile glaube ich echt, dass mich das Spiel als dämlich abstempeln will. Die erklären mir, was ein Ding ist, was ein Sandwich ist. Und dann wollen mir die jetzt, will die halt noch sagen, ja, ich habe vorausgedacht mit dem Pflanzen-Pokémon, weil sie einen Wasserstarter nimmt. Nee, war auch nicht so. Deine Mutter ist ja total lieb. Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach richtig, ich wollte dir zeigen, wie ein Pokémon fängt. Ja, dann tu das bitte endlich auch. Hier rüber. Mann, jetzt läuft mir doch noch davon. Bleibst du bitte stehen? Also ich muss sagen, von der Art und Weise, wie halt Nemila so ist, wirkt das ein bisschen mehr... Das könnte so ein Barry-Klon sein, fast können wir sagen. Die weibliche Version von Barry. Weil der war ja auch immer sehr aufgeweckt. Das ist bei der Waiter Begleiter gewesen oder der Rivale von Sinnoh. Schau, Nemado, hier fängt der Kuscheriko-Pfad an. Kann man das als erste Route eventuell sehen? Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und in hohem Gras nämlich wilden Pokémon. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf, aber keine Sorge, du hast ja Felori. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du... das hier, einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. 5 Pokébälle. Passt, dankeschön. Ich meine, natürlich ist es eh logisch, warum die das alles erklärt, weil es gibt ja genug Leute, für die wahrscheinlich die 9. Gen die allgemein erste Generation ist, die sie spielen. Deswegen, für Leute, die natürlich neu reinstarten, ist das schon ganz gut erklärt, aber das mit dem Sandwich hätte jetzt wirklich nicht sein müssen davor, die Erklärung. Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister, versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Okay. Ein Ferkuli also ist mein erster Gegner. Wenn du einen Kampf gegen ein wildes Pokémon den X-Ruf drückst, kannst du einen Pokéball werfen, um einen Fangversuch zu starten. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es durch Angriffe schwächst, bevor du einen Pokéball wirfst. Ja, ich will es jetzt eigentlich nicht fangen, weil ein Ferkuli auf alle Fälle nicht zu meinem Team zählt. Wobei, gut, da fange ich es halt, wenn ich es muss. Okay, es setzt Routenschlag an. Soll ich's fangen? Ich setz mal Kratzer ein, mal schauen, ob es überlebt. Ja, es überlebt sogar. Und ich nehme mal an, ganz egal was ich mache, es wird nur Routenschlag einsetzen, da bin ich mir jetzt schon fast sicher. Ja, soll ich's fangen? Komm. Wir machen's einfach mal. Einfach mal, um die Animation zu zeigen vom Fangen. Klasse, Ferkuli wurde gefangen. Ja gut, okay. Ein fast downes Level 3er Pokémon ist jetzt nicht wirklich die Welt. Registriert.
Es nimmt nur erlesene Kost zu sich, sein Körper sondert einen kräuterartigen Geruch ab, den Käfer-Pokémon abstoßend finden. Alles klar. Also perfektes Pokémon, um Käfer-Pokémon zu verscheuchen. So, das ist die Nummer 10 im Pokédex. Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass das dir direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt, also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Nochmal 10? Ja gut, okay. Du kannst mir gerne ruhig ein komplettes Arsenal droppen von 100 Pokébällen, habe ich auch kein Problem. Du solltest dein Pokémon erst schwächen, bevor du ein Pokéball wirst. Merk dir das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Die Pokémon, denen du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst aber auch einen Kampf beginnen, indem du dich einem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der ZR-Taste einen Pokéball auf es wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Ja, okay. Nice to know. Ferkuli-Haar habe ich bekommen. Was zur Hölle ist ein Ferkuli-Haar? Muss ich kurz mal gucken, ne? Ferkuli-Haar hier. Dieses Material hat ein Pokémon unbewusst fallen lassen. Es wird zur Herstellung von TM... Man kann TMs herstellen? Stimmt ja, da war ja was. Okay, das finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Na gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle ist dann der erste Part beendet. Also der ist sowieso jetzt schon lang genug. Also wir haben das Tutorial vielleicht schon geschafft. Ich glaube, da wird aber noch ein bisschen was kommen. Aber zumindest mal die Anfänge von den grundlegenden Regeln zu Pokémon haben wir, glaube ich, heute alle gemacht. Und ja... Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.